Instagram-Kanal. Heute gibt es ein Video, was ich denke, was sowohl so wie auch so ankommen kann. Also ich habe mich dafür entschieden, es euch zu zeigen, weil ich halt auch sehr wertvolle Tipps für YouTube-Anfänger, wie ich es bin, haben kann. Und bevor ich irgendwas mache, erstens mal, wie süß ist dieser Dutt bitte? Der wandert einfach mal komplett rüber. Und ich habe ein so süßes Shirt an, und zwar, das ist diese Donut Lady von dem Liebsam-Online-Shop einer Freundin, der lieben Sam. Geht da bitte einfach mal drauf, schaut euch die Sachen an, die sind sowas von süß. Sie hat Handyhüllen, süße Beutelchen, Sweatshirts, T-Shirts und jede Menge andere Sachen, die einfach so, so unique Aufdrucke bekommen haben, sind super, super schön gedruckt, sind halt wirklich so einzigartig. Ich fand die so süß. Also die Donut Lady ist auch so, weiß nicht, etwas, wo ich extrem mit Sam verbinde, total goldig. Und geht da gerne mal vorbei, schaut euch die Sachen an. Sie sind preislich total in Ordnung. Also da zahlt ihr in anderen Läden nicht viel weniger und auch nicht viel mehr für eher weniger gute Qualität. Schaut euch das gerne an. Ich, wie gesagt, habe jetzt dieses Shirt mir mal geholt. Ich trage das jetzt in XL. Es ist aber etwas groß, also etwas sehr groß. Ich habe normalerweise Kleidergröße 44. Das heißt, ihr könnt euch ein bisschen orientieren. Ich habe eher so eine, bin ein bisschen schmaler oben, aber habe eine Monsterhüfte. Also könnt ihr euch definitiv ein bisschen daran orientieren. Und was ich heute für euch habe, ist ein sogenanntes PR-Unboxing. Und ich zeige euch jetzt gleich hier in dem Einspieler, was ich auf meinem Tisch liegen habe, so damit ihr sehen könnt, um was es heute geht. So, hier könnt ihr mal sehen, was ich alles so bekommen habe. Und zwar zeige ich euch das gleich so in der Hand von mir. Schmuck hatte ich ein bisschen bekommen, von Akara hatte ich. Und ich habe ganz, ganz süße Briefe bekommen von Marula, von Herbaria habe ich was bekommen, Dr. Severin, etwas von Veleda, von Summerfood, die muss ich allerdings noch testen. Ich habe sogar von Smashbox, mega, mega liebes Dankeschön, total süß, eine kleine Mascara bekommen, aber sie haben mich gesehen. Von Carlo Cosmetics und was richtig toll war, die My Little Box, da wird es noch separat ein Video zu geben. Ich werde euch heute nur ganz grob zeigen, erklären, was das ist. Dann von Damansara, das sind auch so richtig geile Cremes. Und von Voltor.de habe ich Arganöl bekommen und ein Eimer voll Kokosnussöl. Ich zeige euch das jetzt alles so, was ich habe. Vor allen Dingen bin ich super gespannt. Ich habe das immer noch nicht ausgepackt. Und zwar kommt davon ein First Impression einfach komplett im Gesicht und auf den Nägeln. Hat mir die Firma Avo was zugeschickt. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und ich zeige euch gleich, was ich alles bekommen habe. Sogenanntes PR-Unboxing, was ich euch ja heute zeigen möchte, ist einfach eine Ansammlung an Sachen, die wir oder sogenannte Influencer, YouTuber oder einfach auch Beauty-Blogger auf Instagram bekommen, um diese Sachen zu promoten, um anschließend auf Instagram oder auf YouTube Videos darüber zu machen. Die meisten Sachen hier, also eigentlich alle Sachen, sind praktisch ungebunden. Die Sachen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben, da werde ich einen großen Post auf Instagram machen. Allerdings ist hier sehr, sehr viel Skincare dabei. Das heißt, da kann ich erst vielleicht einen Monat später eine Aussage drüber machen, weil man einfach ja nicht so schnell die Sachen benutzen kann und sehen kann, hat sich das auf mein Hautbild gut ausgewirkt oder nicht. Das ist natürlich die Wahrheit. Vieles der Sachen, da haben wir sehr gute Rabattcodes bekommen als Influencer. Ich mag das gar nicht, das Wort. Also ich als Video-Rausbringer. Und wir haben solche und diese Erfahrungen gemacht. Und ich möchte euch, die da draußen sind und wirklich immer noch kleine YouTuber sind, das heißt so bis 2.000, 3.000, 4.000 Abonnenten finde ich es immer noch recht klein, sage ich mal. Wenn man im Gegensatz zu denen sieht, die dann 10.000 und mehr haben, ja. Diese werden natürlich auch angeschrieben, das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Ich habe jetzt hier ganz arg viel, also ich habe mich mit zwei Mädels zusammengetan, die auch kleinere Kanäle haben. Das wäre zum einen die Sami und zum einen die Victoria Blush. Die Kanäle verlinke ich, entweder schreibe ich es hier hin oder runter in den Kanalbox, in die Infobox, weil wir haben uns halt mal zusammengesetzt gehabt, beziehungsweise hat die Sami mal darauf angestoßen und sie hatte recht. Sie hat einfach mal von selber aus Firmen angeschrieben. Und sie hatte mir und der Victoria eigentlich so einen Denkanstoß gegeben, dass wir eigentlich sehr wohl, sage ich mal, den Mut aufbringen sollten, halt praktisch einfach, ich sag jetzt mal, andere Firmen anzuschreiben, um praktisch nach PR zu fragen,
einfach nach Produkten zu fragen, die man uns zur Verfügung stellt, zu reviewen, weil ihr wisst natürlich, ich haule selber sehr viel. Das heißt, mich braucht man eigentlich nicht zum Einkaufen bewegen. Das tue ich auch sehr gut selbstständig. Das Problem ist dann einfach nur, man kommt halt an sehr viele Marken gar nicht ran oder man kommt gar nicht auf die Idee. Und durch die Zeiten von Instagram habt ihr einfach eine absolut geile Plattform gefunden, wo ihr praktisch irgendwie Leute super schnell anschreiben könnt oder ihr werdet angeschrieben, weil ihr halt zum Beispiel gehashtaggt habt oder so. Und das ist jetzt auch oftmals jetzt passiert und ich zeige euch jetzt einfach in aller Ruhe, was habe ich bekommen und werde euch auch nebenher ein bisschen was erzählen, beziehungsweise mache ich das jetzt noch geschwind, wie ich eigentlich dran gekommen bin. Ich bin oft auf die Firmenseiten gegangen, habe auf der unter Kontakte geguckt und habe denen einen Text geschrieben, was ich tue, was ich mache, dass ich Reviews mache und einen kleinen YouTube-Kanal habe, dass ich noch ein sehr kleiner YouTuber bin mit unter 1000 Abonnenten und ich einfach mir wünsche, dass Firmen sich mir Chancen geben, praktisch ihre Marken zu testen, um praktisch auch in meine Videos mit einzuarbeiten. Ich habe Sachen wirklich bekommen von Arvo, wo ich sogar ein Full Face machen kann. Da bin ich auch echt gespannt, wie das ist, das Zeug. Und auch Gesichtssachen, wo ich eher bei Instagram-Posts machen würde, weil da ich praktisch keine Zeitangaben habe. Ich habe sehr, sehr schöne, ganz persönliche Briefe bekommen. Ich habe manchmal auch nicht so nette E-Mails bekommen, also E-Mails, wo man mir einfach gesagt hat, ich wäre zu klein, da würde sich das Versenden der PR-Sachen nicht lohnen. Verstehe ich irgendwo, aber ist natürlich auch schade, weil die werden sich in den Arsch beißen, wenn wir größer werden. Und wenn dann die Firmen dann nochmal anschreiben, dann weiß man halt, da ist halt ein Bad Taste. Die wollten dich als kleiner YouTuber nicht, aber plötzlich mit 10, 20, 30.000 Abonnenten wollen sie dich. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Wir haben einige Sachen bekommen, wo ich gar nicht mitgerechnet habe, die ich noch nicht mal angefasst habe, weil ich einfach so viele Sachen irgendwo angesammelt habe. Es kommen noch von Duftfirmen zum Beispiel, wo ich mir noch Sachen aussuchen muss. Und da kommt, also das ist jetzt der Teil 1 und der Teil 2 wird dann auf jeden Fall noch folgen, so wie ich dann wieder angesammelt habe. Und ich werde auch sehr, sehr gerne über die einzelnen Produkte auf Instagram werde ich dort Posts machen. Also folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram unter Jenny What Else YouTube. Ich habe praktisch mein Instagram umbenannt, damit ihr mich schneller finden würdet. Und ich würde sagen, bevor ich weiter schnacke, zeige ich euch, was ich alles bekommen habe. Die Firma, wo praktisch mir überhaupt Sachen geschickt hat, war die Firma Marulala. Marulala ist auch eine Naturkosmetikfirma, die praktisch Körpercremes, Gesichtsöle, Tagescreme, Nacht- und Augencremes verkauft. Und die haben mir jetzt die Augencreme zugesendet. Und zwar ist das Packaging richtig fancy. Seht ihr das? Wie so ein Blümchen. Und da ist eine Augencreme drin. Die Besitzerin dieser Firma hat mich so, so, so toll unterstützt. Sie hat mir einen zuckersüßen, persönlich in einer wunderschönen Handschrift geschriebenen Brief geschickt, dass ich praktisch hier so, ich habe auch von praktisch von jedem der Produkte noch so kleine Pröbchen bekommen, was ich sehr geil finde, weil dann kann ich mich mal durchtesten. Also ich selber bin ja nicht nur YouTube oder Videomacher, sondern selber auch Konsument. Das heißt, für mich war das auch irgendwie geil, weil dadurch, dass ich halt Nachtwache habe, ist es für mich natürlich super, wenn ich auch Produkte testen kann, die praktisch auch mir als, sage ich mal, Pflegerin auch eine gewisse, ich mache jetzt einen anderen Dutt, weil er hängt zu tief, dass ich einfach auch Produkte bekomme, die ich halt auch wirklich durch meine Arbeit bedingt, durch diese Augencircles oder so auch testen kann, wo ich dann einfach auch sehr dankbar bin, dass es einfach diese Möglichkeit für mich einfach auch gibt. Und auf jeden Fall habe ich von der Firma Marulala diese Augencreme bekommen. Die Webseite schreibe ich euch hier unten. Das ist www.marulala.de. Ich weiß gar nicht, ob es die schon lange gibt, die Firma. Also auf jeden Fall arbeiten sie mit afrikanischen Essenzen. Ich lese mal etwas vor. Der staubige Grund leuchtet orange-rot, dem Horizont flimmert in der Hitze. Hin und wieder sieht man Eukalyptusbäume. Ganz selten ist ein Marulala-Baum. Die Früchte des Marulala-Baums enthüllt ein Öl, dem man in Afrikas Wunderkräfte nachsagt. Das Marula-Öl. In Afrika kennt man das Marula-Öl seit Urzeiten. Hierzulande gilt es das Öl als Wunderwaffe in Sachen Anti-Aging. Ich weiß nicht, warum ich die Augencreme bekommen habe. Auf jeden Fall habe ich mit ihr halt auch wirklich immer Kontakt gehabt und habe ihr halt gesagt, sie hat halt gemeint, ob ich mich eher für Gesichtscreme und ich habe halt gemeint, dass ich halt diese Under-Eye-Circles habe und einfach gerne was dagegen hätte, ob ich das testen kann. Sie hat mir ein Full-Size-Produkt geschenkt. Vielen, vielen Dank, Frau Irlinger. Ich finde das wahnsinnig nett. Ich werde das testen und werde auf Instagram euch Bescheid geben, wie diese Cremes getestet haben. Diese Cremes werden auch endlich nach
Abdreh dieses PR-Halls in meine Taschen wandern, damit ich jetzt mit dem Testen anfangen kann, weil man fängt so an zu sammeln, das ist ganz übel. Also wenn ich in Amerika sehe, die haben teilweise die ganze Wand hoch Pakete. Respekt. Also das auf jeden Fall ist Marulala und ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wie ich die finde. Nächste Firma, die mir praktisch was zugesendet hat, ist Freiöl. Und zwar, huch, wegschmissen. Ich habe die Adressen alle aus dem Internet, also rausgesucht. Und zwar ist das so ein Retailer, also das ist Prime Communications. Da habe ich angeschrieben und da haben die mir praktisch so wie ich das jetzt verstanden habe, eine Firma zugesendet, wo wirklich passen würde. Und ich habe echt einige Sachen bekommen hier. Und zwar das Pflegeöl habe ich hier als Pröbchen bekommen. Dann habe ich hier die Intensiv Hydrolymph, also Freiöl habe ich selber eine ganze Flasche. Und zwar dieses ganz normale Freiöl, weil ich habe halt doch Zellulitis, Orangenhaut und einfach auch Streifenbildung. Das habe ich aber durch mal einen starken Abnehmprozess von knapp 30 Kilo gehabt. Jetzt habe ich wieder knapp 8 wieder drauf. Aber das macht nichts. Die kommen jetzt auch mal wieder runter. Aber einfach habe ich diese Marke damals schon sehr, sehr gefeiert, weil ich habe sowohl das B-Oil mal getestet. Das benutze ich allerdings für mein Gesicht, was ich gar nicht schlecht finde, muss ich sagen. Also mir hilft es gut. Also es ist wirklich auch Feuchtigkeit spenden. Das Einzige, was ich halt sagen muss, das Freiöl hat meinen Dehnungsstreifen halt geholfen. Ich finde, meine Haut wirkt sehr viel elastischer, sehr viel geschmeidiger. Und ich benutze es wirklich jeden Abend, creme mich damit ein, kaufe das direkt bei der Apotheke oder über den Onlinehandel, ist auch möglich. Gibt es ja teilweise auch einen Apotheken-Onlinehandel, das ist sogar etwas günstiger. Und ich habe von denen das Freiöl-Gesichtswasser bekommen. Ich hoffe, das zoomt mal, genau. Das Freiöl-Gesichtswasser, das könnt ihr auch auf Amazon kaufen. Ich wusste gar nicht, dass die solche Produkte haben. Auf jeden Fall riecht es sehr, 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 sehr gut. Ich werde das auch in meine Nachtwachentasche packen, weil ich morgens immer mein Gesicht mit Gesichtswasser reinige. Und dann habe ich noch einmal das Reinigungsöl bekommen und Maske von Denne von Freiöl. Ich muss sagen, da steht Anti-Pollution und Detox-Effekt für alte Hauttypen und vor allen Dingen sensible Haut. Ich pack mal aus. Muss ich schon wieder zoomen? Da. Muss immer wieder anzoomen, sonst bin ich nicht im Fokus. Ah. Und hier habe ich, das ist eine richtig tolle Flasche. Das ist so eine richtig tolle Flasche, ist das Freiöl. Da habt ihr praktisch das Öl drin. Das könnt ihr euch, die Anwendung steht hier drin, dass man sich 4 bis 5 Pumpstöße auftragen soll, schön die Hände verreiben und dann einfach komplett auftragen, wo ihr denkt, dass ihr das braucht. Und ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Bei der Gesichtspflege gehen wir jetzt mal kurz wieder in die Kosmetikabteilung. Und zwar habe ich ein so, so cooles Paket von der Firma Avon bekommen. Avon war mir bis jetzt nur in Vertreterkreisen praktisch irgendwie was im Ohr, dass es halt eine Marke ist, die vor allen Dingen auch von Vertretungen, also praktisch so über Art Kosmetikpartys läuft. Und da habe ich ein Riesenset bekommen und zwar. Ich weiß nicht, ob das eine spezielle LE ist oder so. Auf jeden Fall habe ich hier Lippenstifte bekommen, einen Mascara bekommen. Und das packe ich jetzt mal direkt aus, weil ich schon echt die ganze Zeit drauf rumstiere, weil ich nicht auspacken durfte. Also das ist hier ein Translucent Powder. Translucent Powder liebe ich des Todes, Leute. Dann habe ich hier, das ist ein Cream-Lidschatten in so einem ganz, ganz tollen Braun. Schaut mal, also ich hoffe, das kann man sehen. Ja. Und das werde ich auf jeden Fall hier alles in einem Fullface testen. Dann habe ich hier eine, was ich ja total geil finde, ein Plumping-Gloss. Den werde ich jetzt gleich mal testen. Ein Gelschein-Lidschatten. Dann habe ich hier noch einen Gelschein praktisch Nagellack bekommen in einem sehr, sehr sinnlichen Rot. Dann habe ich hier noch den Long-Lasting Gel Topcoat praktisch. Dann, wie gesagt, habe ich einen Translucent Powder. Ich finde, also ich muss mich mal schlau machen. Also das steht auf dieser Marke, also drauf, dieses Mark. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Kollektion ist, die sie gerade draußen haben. Auf jeden Fall, den Translucent Powder ist hoffentlich durchsichtig. Ich werde das auf jeden Fall in einem Video mal testen, weil die Marke ich persönlich gar nicht kannte. Und dann hatte ich die Epic Lips. Und zwar finde ich die so, so geil. Also, das kommt in so einer ganz normalen Kartonschachtel. Und wie geil ist denn das Packaging, bitte? Also, ich fand das Packaging richtig toll, Leute. Seht ihr das? Also, da sind überall kleine, steht was drauf. Ist auch das die Marke Avo eingraviert. Und da habe ich ein,
Ein sehr, sehr dunkles Lila. Ich finde das richtig geil. Mal sehen. Super cremig und riecht nach sehr klassischem Lippenstift. Also vielen, vielen Dank, Avo. Ich bin so gespannt, was das alles ist. Das liegt jetzt bestimmt schon 3 Wochen hier und ich durfte es nicht auspacken. Dann haben wir eine Farbe, die ich richtig geil finde, und zwar Blushing Beauty. Und zwar ist das so ein richtig toller Rosy Wood Ton. Und zwar, der ist halt voll meins. Schaut mal. Total hübsch. Also super pigmentiert und total cremig. Ich mal bei dunklen muss ich halt immer gucken, wie opaque die sind. Dann habe ich noch ein Big Multiplied. Das ist eine Mascara mit diesen Bürstchen. Hat eine sehr klassische Verpackung, finde ich. Recht großes Bürstchen. Da muss man mal schauen, wie das funktioniert. Dann habe ich einen ganz normalen Skinny Precision Kajalstift. Da begebe ich mich dann wieder auf Kajal. Ich habe ihn runtergeschmissen. Der ist halt so, ich weiß nicht, nee, da ist jetzt kein Anspitzer dabei, aber ich habe noch welche. Und es ist einfach so ein Kajalstift, den ich zum Beispiel sehr gerne oben benutze, falls ich mal Wimpern klebe oder so. Bei den unteren Augenrändern bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich habe da schon ganz schöne Irritationen gehabt. Da muss man mal schauen. Und dann habe ich noch einen True Volume Ultra Volume Mascara bekommen, wo ich die Verpackung sehr fancy finde. Also die ist so. Und da habt ihr oben halt das Avon-Kleeblättchen oder was es da sein soll. Ist auch ein super fettes Bürstchen, muss ich sagen. Ja. Ach, du Heiliger. Da muss man mit arbeiten, aber ich glaube, von der Formulierung her ist das jetzt nicht so ganz so schlecht, weil es tut jetzt schon ein bisschen was. Schaut mal. Die werde ich euch auf jeden Fall in einem Full Face auf jeden Fall mal vorführen, weil ich mir sicher bin, dass die Sachen definitiv ihr Geld wert sind. Und was ich jetzt mal testen werde, ist der Plump It Lip Gloss. Oh, das kommt dann so mit so einem Pinselchen. Da kann ich euch nämlich auch sagen. Moment. Ach so, doch, das ist ein Pinselchen. Das ist ein Pinsel. Huh! Leute, das tingelt ganz schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jesus! Also, dass das jedenfalls Plumping ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt kommen wir mal zu einer Marke, wo ich jetzt eigentlich gar nichts drüber wusste, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt eigentlich Naturkosmetik erst jetzt auf der Glow entdeckt habe. Und zwar von der Firma Arcara. Und das findet ihr auch unter arcara.de. Ich habe auch wieder eine ganz, ganz süße persönliche Karte gefunden. Und zwar habe ich von denen das Natural Face Serum. Ich hoffe, das zoomt mal. Ups. Das Natural Face Serum und das Akara Natural Face Cream bekommen. Und zwar war das super, super toll. Also bei Akara hat man mich direkt gefragt, ob ich eher ölige Haut habe oder eher so eine normale Kombihaut oder so. Danach haben die mir die Produkte zugesendet und ich muss sagen, ich habe beides getestet. Die habe ich jetzt schon 2 Wochen benutzt. Wie ihr schon seht, ich habe so viele Tage schon benutzt und habe echt schon eine kleine Kuhle reingeschlagen. Da oben ist jetzt ein bisschen vom Hals schon weg. Ich mag die Creme wahnsinnig gerne. Ich finde, die riecht total fresh nach Apfelringe. Ich weiß nicht, ich finde, die riecht super geil nach Apfelringe. Super säuerlich irgendwie, aber so wie so ein grüner Apfel. So kann ich es eigentlich am besten beschreiben. Super, super tolle. Also ich habe danach eine ganz glowige Haut, was mich erstmal ein bisschen irritiert hat, weil ich dachte, hä, ich habe doch ölige Haut, jetzt auch noch mehr Glow. Aber muss sagen, ich habe eine große Veränderung in meinem Hautbild entdeckt. Also ich habe jetzt diese Creme als ganz, das war eines der ersten Sachen, die ich bekommen habe. Und ich fand das Packaging auch super, super schön mit diesem Milchglas und wirklich auch sehr sleek und sehr elegant. Geht da gerne mal drauf. Also sie riecht wirklich. Also wenn ich die morgens halt drauf, das ist so ein richtiger Fresh-Kick. Also ich muss sagen, ich sag jetzt hier gar nichts, ja, was irgendwie nicht meiner Meinung entspricht. Wenn sie scheiße wäre, wäre sie scheiße. Aber sie ist wirklich überhaupt nicht scheiße. Sondern sie ist wirklich toll. Also ich habe wirklich danach irgendwie so einen straffenden Effekt gehabt. Und ich finde auch zum Beispiel, ich habe wirklich gerade wieder so minimales Make-up drauf und finde, dass sich mein Hautbild durch einiges der hier liegenden Produkte sehr verändert hat. Ich habe diese am Morgen aufgetragen und in der Nacht habe ich dieses Face Serum für mich entdeckt. Ja, dass für mich diese Kombination mit morgens diese und abends diese am besten funktioniert. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich die meisten Sachen rausgezogen und ich finde, mein Hautbild hat sich sehr verändert.
Ich habe durch diese ganzen, also dadurch, dass es riecht, muss man halt einfach aufpassen, ob ihr halt auf diese, ich sage jetzt mal eher ätherischen Öle reagiert. Das ist ja wohl möglich, dass ihr darauf reagiert, weil nicht jede Haut ist gleich und manche zum Beispiel reagiert dann eher mehr, die andere eher weniger. Also auf die Creme habe ich gar nicht reagiert. Also sie hat ein wirklich ganz, ganz tolles Gefühl auf der Haut hinterlassen. Ich habe auch sehr geglowt. Ich habe auch die ganze Nacht relativ glowige Haut weiterhin gehabt und muss sagen, dass ich mich am Morgen wirklich super gefühlt habe. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Food-Sachen, die ich euch auch dringend zeigen muss. Jetzt kommen wir mal zu einer Abteilung, wo ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht habe, dass man uns überhaupt was zuschickt, weil wir nun mal, ich sag mal, Beauty-mäßig unterwegs sind. Und zwar habe ich von der Firma Habaria für Fisch, Nudeln und Bratlinge so eine Art, ich sag jetzt mal, so eine Art Granulat bekommen, wo ich praktisch in so eine Art Fischgericht reintun kann, um praktisch das ein bisschen aufzuwürzen. Und das da, das findet mein Mann total geil. Das ist eine Art Mini-Kaffee-Klatschmühle. Das ist praktisch so Mini-Kaffee, Zuckerkaffee obendrauf, den ihr auf Cappuccino geben könnt. Und das schmeckt ihm scheinbar sehr, sehr gut. Wie gesagt, das war die Firma Habaria. Und dann habe ich noch was bekommen von der Firma Wohltour.de. Wohltour.de ist praktisch auch so ein Shop, wo ihr praktisch Bioware kaufen könnt in echt toller Qualität und Menge. Auch überhaupt nicht teuer. Leute, schaut da gerne mal rein. Und zwar unter www.wohltour.de. Also ich schreibe uns ansonsten unten natürlich die E-Mail-Adressen rein von jeweiligen Marken. Wirklich ganz, ganz toll. Ich habe hier wirklich einen Jahresvorrat, 3 Jahresvorrat an Abschminköl bekommen. Das ist praktisch ein Kokosnussöl, wo ich praktisch jetzt im Sommer immer ans Fenster stelle und ich nehme dann wirklich das Kokosnussöl und reibe mir das komplett abends ins Gesicht. Das ist auch ein absoluter Naturding-Favorit, wo sich halt wirklich, wenn ihr mich seht, vor ein paar Monaten, ich habe da wirklich so krasse Augenringe gehabt, das war abartig. Die habe ich natürlich jetzt immer noch, aber jetzt nicht mehr so stark. Und das ist auch ein großer Bestandteil. Ich werde das Kokosnussöl, vielen, vielen Dank, ihr Lieben von Wohltour.de, weil ich bin da so, so dankbar drüber, weil ich weiß definitiv, dass ich das für meine Skincare benutzen könnt. Ihr könnt dieses natürlich auch bei DM kaufen oder so, aber ihr kriegt bei dieser Marke zum Beispiel einfach auch einen riesen Eimer. Ich liebe zum Beispiel auch damit meine Thai-Curries zu kochen. Das könnt ihr jetzt kochen. Damit könnt ihr eure Haare, zum Beispiel meine Haarspitzen werden damit, alle 3 Tage werden damit auch mal eingecremt. Ich lasse dann teilweise, mache ich das in den Dutt und massiere das ein. Am nächsten Tag gehe ich duschen, meine Haut, meine Haare sind butterweich. Dann habe ich noch Arganöl bekommen und ich weiß definitiv, das ist für die innere und äußere Anwendung. Das ist sowohl, das ist für die, also nicht so ehrlich gesagt zum Kochen oder so. Ich werde das auch benutzen für meine Haare und gebe euch sehr, sehr gerne auf Instagram Bescheid, wie das bei mir funktioniert hat. Dann habe ich natürlich noch mehr Sachen bekommen, weil wie könnte es anders sein? Und zwar habe ich hier 2 Firmen. Einmal die Firma Kalu Cosmetics. Das ist auch eine Naturkosmetikfirma. Die haben mir, sag ich mal, eine Packung von Produkten zugesendet. Und zwar kann ich euch hier mal einblenden. Ja, das ist die Informationsadresse. Und zwar ist das ein Produkt, wo ihr praktisch alle Top-Seller oder alle Gesichtsprodukte als Testerchen bekommen habt. Und die werde ich definitiv mal austesten. Oh, ach, oh, Hitte. Jetzt ist meine Lilly gerade gekommen. Der Lilly. Lilly ist anwesend. Und dann habe ich noch einen Lippenstift bekommen. Und zwar seht ihr das, wie schmal der ist. Also ihr seht ja den. Den habe ich in so einem Rosa bekommen. Der liegt allerdings schon in meiner Tasche und ist so eine Art Lippenpflegestift. Und dann habe ich noch von einer Firma etwas bekommen, wo ich sagen muss, ich fand das so, so, so süß, ehrlich. Und zwar habe ich von der Firma Damansara habe ich ein total, total süßes Paket bekommen. Und zwar habe ich, Leute, habe ich einen Code bekommen bis zum 30.04. Seht ihr das? Wenn ihr den Code, also viel Spaß beim Testen unserer Creme Bloom. Das ist praktisch die Blumen, die ich habe. Mit dem Code BLGY88, das blende ich euch hier unten ein, bekommen deine Follower 20% auf die Produkte von Damansara. Und zwar bis zum 30.04. Nutzt das, wenn ihr die gerne mal testen wollt. Und ich muss sagen, das war auch eine ganz, ganz tolle Kommunikation. Also die von Damansara sind unnormal nett. Lieben Dank, liebe Annika. Ich habe deine Karte auch behalten und bin dir echt, echt dankbar für das Zusenden der Produkte.
Ich habe so, so, so tolle Packaging noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Das ist ein total süßes. Das erinnert mich wirklich an diese, also wenn man das von mir als Asiaten sagt, so an diese altchinesische, wunderschöne Kunst, Sachen einzupacken und einfach, wenn man was auspackt, ja, dass man sich einfach gleich so viel wertiger fühlt, ja. Und ich habe jetzt, wie gesagt, die Creme noch gar nicht getestet. Das ist praktisch diese hier. Da gibt es die Blumentagescreme, da gibt es auch noch andere Tagescreme. Dies ist jetzt die, die was für, also die durfte ich mir selber aussuchen, die jetzt für meinen Hauttyp, da kommt auch so ein zum Zuschließen. Und die riecht, Leute, das ist so eine Creme, die riecht absolut für mich nach asiatischer Kosmetik. Total geil. Und zwar hat diese Creme einen absolut geilen Touch von Ingwer. Und Ingwer ist schon seit Urzeiten, Urzeiten bei asiatischen Frauen ein absolutes Schönheitsgeheimnis von außen und innen. Da sind sehr viele, also es ist auch made in Germany, in Mannheim produziert. Geht da gerne mal auf die Seite, wie gesagt, damansara.de und schaut euch die Produkte an. Benutzt den Code, falls ihr mal testen wollt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn diese Produkte euch gefallen und gebt mir gerne Rückmeldung darüber. Eines der größten Pakete, die mich erreicht hatte, war die Firma Dr. Severin. Dr. Severin ist eine Firma, da gibt es so viele Produkte für Frauen und Herren. Und die haben mir eigentlich so sowohl Sachen zugesendet für Frauen wie auch für Männer. Und zwar Dr. Severin hat mir jetzt zugesendet ein Meersalzpeeling, ein Enzympeeling. Das habe ich auch schon auf dem Markt getestet. Das heißt, also er neigt halt dazu, immer wieder mal so auf dem Rücken oder so leichte Pickelchen zu bekommen, gerade wenn es warm wird. Und das werde ich noch definitiv weiter an ihm testen, weil wir haben in Kroatien sehr, sehr viel Meersalz baden gehabt. Wir waren da ja ganz arg viel vor 2 Jahren im Wasser. Und da haben wir halt auch festgestellt, dass es ihm sehr, sehr gut tut für die Haut. Deswegen werden wir das definitiv weiter testen. Die wärmende Fußcreme. Dein Ernst? Es war eine Mucke am Fenster und Lilly musste sie töten. Auf jeden Fall, Dr. Severin hat mir noch eine wärmende Fußcreme mitgegeben. Die werde ich meinem Papa zum Testen geben, weil ich habe jetzt eher nicht das Problem mit wärmenden Fußcremes. Und Leute, aufpasst nicht, dass ihr euch das ins Gesicht schmiert. Das ist mir tatsächlich schon mal passiert. Ich habe mich total vergriffen. Meine Creme sah genau gleich aus und das war ganz übel. Auf jeden Fall, ist es einfach eine Creme, eine Fußcreme, die praktisch auch wärmend ist, gerade im Winter super geil. Und das fand ich richtig geil. Also Hammer. Also das ist eine Sugaring Mask. Und zwar kann man die praktisch 20 bis 30 Sekunden in die Mikrowelle tun, ja. Und dann praktisch, also ich kann euch jetzt nur ungefähr zeigen, wie das aussieht. Das ist dieses, eine Zuckerpaste, ja. Das werdet ihr praktisch einfach in der Menge, die ihr denkt, dass ihr braucht, ein bisschen in die Mikrowelle stellen. Und dann könnt ihr das auftragen und macht das runter und dann testet ihr das. Ich bin echt gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, die ich auch Bocke hab, Leute. Ich glaube, ich werde die, so wie hier steht, einfach in so einem Topf warm machen und praktisch dann die Sugaring-Maske. Es ist halt, ich weiß nicht, also ich bin echt gespannt. Ich habe das noch nie probiert. Ich bin echt, echt gespannt. Dann habe ich noch eine Aktivkohlemaske gefunden, gekriegt. Und zwar ist es halt auch so eine, die ist halt schwarz, wie ihr seht, ja. Und das ist praktisch so eine, die man 1 bis 2 Mal wöchentlich aufträgt. Dann soll man die praktisch 15 Minuten einwirken lassen, kreisende Bewegung einmassieren und dann sehr, sehr gründlich mit Wasser abspülen. Ich bin echt gespannt. Und das werde ich auch dem Markt geben. Das ist ein Body Aftershave Balm. Beziehungsweise ist das, glaube ich, für das nach dem Sugaring. Das sieht so aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Full Size ist oder nicht. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall total geil. Dann habe ich noch ein PR erreicht und zwar von der Firma Summerfood. Das geht ja gerade auch so ein bisschen rum. Die Firma verspricht, dass man praktisch wirklich so, so tolle Fußhaut bekommt und praktisch, dass man nachdem das benutzt wird, eine Woche später die alte Haut sich abschälen soll und man praktisch das sehen kann. Die werde ich euch definitiv mal zeigen. Ich glaube, ich in einem Instagram-Video oder so, beziehungsweise werde ich dazu, Lili spielt jetzt Ball, werde ich euch definitiv auf Instagram sagen, wie ich diese Maske gefunden habe. Die habe ich jetzt, also ihr könnt die kaufen über mysummerfood.com. Die ist auch non-tested on animals. Das finde ich so wichtig zu wissen. Also diese Mecker-Fritzi, die macht schon wieder nur, die räumt hier gerade ab, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bist du jetzt mal ruhig?
Auf jeden Fall, diese Summerfood-Maske werde ich definitiv testen. Willst du weg? Weg? Willst du weg? Jetzt spricht sie nicht mehr mit mir. Und auf jeden Fall, etwas habe ich noch erreicht, was ich ganz, ganz toll fand. Die Leute von Smashbox haben mich Mäuschen gefunden und haben mir einen Exposure Mascara geschickt, und zwar mit einer monströsen Bürste. Und ich werde die sehr, sehr gerne testen. Vielen Dank, liebe Smashbox-Team. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich weiß gar nicht, was ich das verdient habe. Aber das muss ich sagen, bei all den Produkten, da bin ich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar. Ich hoffe, dass ich all diesen Sachen wirklich gerecht werden kann und nach halt einfach sagen kann, wie ich die finde. Und dann habe ich noch von der Firma Apricot Cosmetics. Und zwar schreibe ich euch wieder apricot-shop.com. Habe ich wieder verwendbare Hyaluron-Pads bekommen. Und zwar sehen die so aus. Die können von 30 bis 60 Mal verwendet werden. Die kann man immer wieder abputzen auf der Seite, oder ihr müsst halt sehr saubere Haut haben. Ich persönlich werde die jetzt in den Kühlschrank legen. Die werden auch in Deutschland produziert, in München. Und die sollen halt wirklich, wie ihr auf dem Bild seht, eine große Wirkung haben, dass man einfach gerade diese feinen Lines, diese, was man ja hier immer so hat, etwas reduziert wird. Und Veleda hatte ich auch angeschrieben und habe die gefragt, ob ich da ein paar Pröbchen bekommen könnte. Das haben sie mir geschickt. Ich bin sehr dankbar für sowas. Ich hoffe, dass ich das ausgiebig testen kann, weil die Sachen sind so klein. Also hier ist zum Beispiel eine Sandon-Handcreme, was aussieht wie eine Augenpaste von Bepanthen. Und dann habe ich hier nochmal eine Feuchtigkeitslotion, aber trotzdem bin ich sehr dankbar, weil letztendlich die Sachen waren für mich hier umsonst. Und das, was mich jetzt am meisten gefreut hat, zeige ich euch jetzt, weil ich finde diese Firma so geil. Wir haben in Deutschland wirklich so wenig Unboxing-Paketfirmen oder so, wo wir halt praktisch sagen können, ha, ich kann jeden Monat mir so eine Art Abo machen. Und zwar in Amerika weiß ich, dass es doch die sogenannten Boxy-Charms gibt. Das sind praktisch so Abo-Boxen, die ihr euch bestellen könnt. Diese kostet jetzt 17,99 und ich packe sie euch so, so gerne aus. Und ich hoffe, dass ihr euch freut darauf, weil diese Box, habe ich schon gespickelt, ist der Burner. Ich zeige euch mal, also von außen, das heißt City Trip. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein jährliches Motto ist, dass man praktisch von jedem Jahr was bekommt. Die Box, die ist richtig süß, die kommt so in so wie in so einem Schuhkarton. Und wenn ihr die öffnet, also die Box ist auch echt wertig, also das ist jetzt keine Billigbox oder so, kommt euch direkt, also diese Box, ich lese euch mal vor, was die mir so schreiben, ja? Also eine ganz, ganz süße Karte habe ich bekommen, und vor allen Dingen, ihr habt praktisch so eine Art City Guide bekommen und so. Und diese Subscription Box beinhaltet immer Folgendes. Es sind immer so ein paar Accessoires dabei, ein paar Kosmetiksachen, ein paar Pflegesachen. Das ändert sich jedes Jahr, jeden Monat. Da kann auch sein, dass ihr mal solche Haartools drin habt oder Bürsten oder irgendwas. Auf jeden Fall bekommt ihr nicht nur Kosmetik, sondern auch solche, ich sag jetzt mal, Accessoires. Und dieses Mal war eine echt tolle. Und Leute, ich muss euch sagen, ich habe die schon benutzt. Ich benutze diesen Beutel als Laptop-Tasche bzw. als Tasche, um mein ganzes Essenszeug in die Arbeit zu schleppen. Und das ist praktisch extra hergestellt für die My Little Box. Ich finde die wahnsinnig toll. Also mir gefällt die Box richtig gut, zumal da noch Sachen drin sind, wo ich damit gar nicht gerechnet habe. Also die kommen auch super verpackt. Also ihr habt jetzt praktisch noch alles schön sauber eingepackt mit vielen Infos und so. Also ist richtig hübsch. Es kommen auch immer praktisch andere Firmen, die euch praktisch zeigen, was sie halt an Samples da mit rein haben. Und ich finde auch die Karten total toll. Also total. Und was mich so gefreut hat, es war halt auch ein Glitzer sozusagen drin, und zwar von NYX. Ich habe jetzt einen kleinen Sample des Glitterprimers und des Glitzers bekommen. Ich liebe den Glitzerprimer von NYX und ich liebe auch die ganzen Glitzer. Diese Boxen gab es vor einigen Monaten gerade so in der Winterzeit, und ich finde die super toll, Leute. Also das ist so ein Stack, also ihr habt praktisch so ein kleines Türmchen. Da ist ein Grün, das Crystal praktisch, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt da unten drunter. Die Farbe kenne ich gar nicht. Black,
Crystal und Emerald. Aber das untere, ich habe ja jedes Nyx-Glitzer, das habe ich gar nicht. Das heißt, es kann sein, dass es irgendwie nicht hier zu nicht da ist. Und eine kleine Glitterprime, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Also da hat sich, finde ich, das schon total gelohnt. Dann habe ich noch total geil und hier werde ich definitiv an meine. Welche habe ich? Ich habe dunkelblaue Sketches. Genau. Und zwar habe ich hier so eine Art Schnürsenkel. Genau, so also Glitzerschnürsenkel, die ich mega, mega schön finde. Und die könnt ihr praktisch, wie ihr hier seht, einfach in eure Schuhe einfädeln und dann habt ihr so ein bisschen ein Pep drinne. Und das letzte Produkt, was ich hier drin habe, sind praktisch Kärtchen und von der Marke My Little Beauty, ein Pimp My Lips. Das ist eine Art Lippensalbe mit einem ganz, ganz tollen Rosaton, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut, Leute. Fühlt sich sehr, sehr pflegend an. Ehrlich gesagt, wie ein Lippenöl, aber sehr, sehr angenehm. Ohne Spaß. Sehr angenehm. Und dann habe ich noch eine Bodylotion bekommen von der Marke Roger and Gallet. Bin ich einmal testen. Ich liebe so Bodylotions in so einem kleinen Format, weil ich stecke die so gerne in der Arbeit ein. Boah! Dieser Geruch, ich war, was steht denn da für ein Geruch? Ist denn drauf? Das ist Shea Butter und nochmal irgendwas. Eine Blume, Fiskus oder sowas, was da steht. Hammer. Und hier habt ihr praktisch Karten, zu was ihr euer Zeug benutzen könnt. Also hier seht ihr ja, wie ihr die ganzen Schnürsenkel benutzen könnt, was der Lippenplumper kann und dann zum Beispiel auch das Glitter Goals Kit, was das alles beinhaltet, was man damit macht und natürlich auch deswegen riecht es so geil. Die Eigenschaften dieses Body Lotion. Lasst euch von diesem meisterhaft komponierten Duft-Riches in der mediterrane Esterel-Gebirge entführen. Eine Kombination des französischen Meisterparfümeurs, oh Gott, jetzt kommt der Name, mit kostbaren aus der Natur destillierten Essenzen. Alle Produkte von Roger and Gallet sind der Natur verpflichtet mit bis zu 95% des ursprünglichen Herstellungsinhalten. Total geil. Also ihr habt praktisch die Karten hier drin und somit könnt ihr praktisch wissen, wozu ist das einzelne Produkt da, wozu hat es jetzt mir was geholfen und so weiter. Und das war's heute für mein PR-Unboxing. Ich danke nochmal allen Firmen, die überhaupt an mich gedacht haben, die praktisch gesagt haben, okay, wir geben der Jenny die Chance. Ich finde das so, so nett, dass einfach Influencer in unter 1000 praktisch eigentlich auch die Möglichkeit bekommen, wenn sie angeschrieben werden oder anschreiben, dass man uns nicht abwinkt, weil irgendwo hatte ich so eine ganze Zeit lang schon so ein ziemliches Tief, muss ich sagen. Also der Kanal geht halt irgendwie nicht weiter und man knackt irgendwie nicht die 700. Vielleicht habe ich sie bis jetzt schon geknackt und ich weiß von nichts. Und irgendwie versucht man dann doch irgendwie immer, immer weiter sich zu pushen, aber es fällt sehr, sehr schwer. Und Geschenke rosigen immer das eigene Leben. Das ist immer schon so gewesen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass vor allen Dingen Firmen wie Avon, My Little Box, mega, mega schöne Box. Also mir gefällt die so sehr. Ich überlege jetzt sowieso, ob ich die selber mal nehmen möchte, weil ich fand die echt toll. Also dieser Beutel, der war so praktisch auch zum Einkaufen. Und auch die ganzen Sachen, selbst die Gewürzfirmen oder so. Hab einen beauty-lastigen Kanal und trotzdem haben die Firmen mir umsonst was zugesendet. Da danke ich euch sehr von Herzen von. Und Leute, alle da draußen, die kleinen YouTube-Kanäle habt Eier. Habt einfach Eier und schreibt den Firmen. Schreibt einen netten Brief über euch selber. Stellt euch vor, macht Werbung. Macht wie eine Bewerbung, die ihr an die Firmen losschicken könnt, um praktisch einfach auch zu rechtfertigen, warum diese Firmen euch praktisch was zusenden sollten und einfach fragen. Die Firmen antworten eigentlich zu 99% wirklich äußerst höflich. Es gibt manche, die einfach dann gesagt haben, ja, also der Kanal ist halt nicht groß genug, um da halt Produkte hinzusenden. Das verstehe ich. Aber trotzdem gab es immer so viele positive Antworten, wo auch wirklich gerade die Firma Avon, also das waren locker 100 € Produkt, was ich bekommen habe. Das müssen die Firmen nicht machen. Auch die Salben teilweise, also Akara hat mir für 70 € Sachen zugesendet. Das finde ich so, so großzügig.
Auch da Mansara kostet da mal 40 € und Dr. Severin, das waren auch noch mal einige Euro. Also so das ganze Zeug, was auf dem Tisch liegt, waren locker 200-300 €, die ich praktisch nicht bezahlen musste, weil einfach die Firmen an mich glauben und irgendwo auch denken, dass ich es wert bin, dass sie praktisch was zu äußern können. Ich würde mich sehr, sehr gerne, also die Highlights dieser Produkte, wie gesagt, war Avon und wie gesagt, diese My Little Box. Schaut sie euch an. Ich glaube schon, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, irgendwo ist es so ein Gönnfaktor, den ich hiermit unterstützen möchte. Wenn ihr praktisch wirklich das Gefühl habt, ich komme so selten zum Einkaufen, dann gönnt euch das für 17 €. Was geben wir für 17 € schon alles Quatschmäßiges aus? Da tun sich Firmen wirklich, auch Firmen, die nicht so bekannt sind, das finde ich halt auch sehr wichtig, Leute. Firmen, die nicht so bekannt sind, einfach dort haben die die Chance, ihre Produkte mit reinzulegen und einfach eine größere Range an Leute zu erreichen. Und das verstehe ich, das ist auch total legitim. Und wie gesagt, die Reviews, also ich werde auf jeden Fall ein Fullface von Avon machen, weil da, also außer jetzt Make-up, da habe ich ja noch nichts. Aber ansonsten werde ich alle Produkte euch bei Instagram vorstellen. Wie gesagt, folgt mir da gerne, weil wie gesagt, da würde ich jetzt auch gerne ein bisschen größer werden. Ich habe erst knapp 180 Leute, die mir followen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach dazukommen würdet. Und das war auch das Ende meines ersten PR-Unboxings. Ich werde definitiv, wenn ich nochmal Firmen angeschrieben habe oder sogar ich welche angeschrieben bekomme, kann ja auch sein, schreibt mir. Wie gesagt, bei Instagram, wenn ihr Firmen sehen, wenn mich hier Firmen sehen, ich bin ein sehr beauty-lastiger Kanal. Ich teste sehr gerne Lippenstifte, Lidschatten und sowas. Da schickt mir gerne was zu, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und was ich noch sagen muss, hier gibt es keinen Grund zur Eifersucht. Jeder Mensch da draußen, der irgendwie Bock auf Testprodukte hat, schreibt die Leute an, seid freundlich, seid höflich, achtet auf eure Form, wie ihr schreibt. Und die Leute werden euch zurückschreiben, ihr werdet Produkte bekommen und ihr dürft sie auch testen, ohne praktisch einen Haufen Mist dafür tun zu müssen oder so. Ich werde, wie gesagt, diesen Firmen alle kundtun und werde definitiv alle vertaggen auf meinem Instagram-Account. Und ich bin so derart dankbar, dass diese Firmen einfach Bock drauf haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch die Videos einfach auch Mut machen, Firmen anzuschreiben, geht auf die Websites, geht auf die Kontaktmails, schreibt denen eine Mail, schickt denen einfach einen Text, was ihr tut, was ihr macht und wartet die Antwort ab. Ihr werdet oft überrascht sein, was ihr zurückbekommt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video hoffentlich wieder. Liken, abonnieren nicht vergessen, sonst gibt's Ärger. Bis zum nächsten Video.